sofort in der Sonne und ab in den nächsten Freizeitpark, den wir noch nicht auf unserer Tour hatten. Und das sieht nicht gut aus. Wir haben auch schon 10:30 jetzt, nachdem die ewig gebraucht haben, um zu parken. Halbe Stunde hat der Park schon auf. Ich habe mich einmal auf den Wecker verlassen, deswegen sind wir was später. Ich war ja schon 7:20 wach, aber ich wollte erst 8:30 aufstehen. Ja, das war die späteste Deadline. Und dann war ich eine Stunde wach, habe mich nochmal umgedreht, habe mir gedacht, versuch's nochmal irgendwie zu bleiben. Und dann sowas. Ja, SeaWorld Orlando. Und hier stehen einige sehr interessante Achterbahnen, wie ich finde. Und auch the tallest roller coaster of Orlando. Oder sogar Florida. Was weiß ich. Jo, schauen wir mal, ne, dass wir erstmal zum Eingang kommen. Sonne. Wir sind rein, haben als erstes hier direkt Manta gemacht, weil war nur 20 Minuten Wartezeit. Erster Flying Coaster von uns. Wir haben ja schon viel, viel Schlimmes und Böses über den Prezeloop gehört. Zu Recht. Die Einfahrt ist geil. Ja, ist auch alle da rein. Die Einfahrt ist geil, geile Airtime, aber danach wird halt richtig scheiße. Und apropos richtig scheiße, das ist nämlich gerade was wir haben. Du musst auch hier, wie im Busch Gardens, deinen Schrott und meine Locker abgeben. Und du musst natürlich auch dein Rental beenden. Und das funktioniert gerade bei unserem nicht. Und ja, Personal ist auf dem Weg. Das nicht unterstützen. Wir sind auch froh, wenn die weg sind, hier raus. Ich finde das auch richtig. Trotzdem möchte ich gerne mal einen Wald so nah sehen. Ja, das ist eigentlich der Grund. Ich möchte aber auch nicht, dass mit dem irgendwie Ball gespielt wird oder sowas. Das finde ich scheiße. Das wird aber glücklich passieren. Und hier wird einfach ultra, wie im Football-Stadium, wird hier Merch verkauft. Handtücher, weil Splash Zone. Und es ist nicht Splash Zone, es ist Soak Zone. Soak Zone. Ja, es ist echt scheiße hier. Ja, dann setzen wir uns doch um. Nee, die sehen halt gut. Ja. Ich muss nur wissen, wenn ich die Kamera weg tue. Ja. Und schauen wir einfach mal, was hier bei rumkommt. Wir melden uns dann nochmal, oder? Ja. Kann man was sagen? Nee, weil danach laufen wir einfach eine normale Runde. Und auf dem Parkplan steht jetzt auch, dass man vorab Karten für Kraken braucht. Für die Achterbahn. Ich finde VR super. Es wird immer besser. Alter. Nein.
fertig mit der Show und das Publikum ist einfach so stumpf bei jedem Scheiß. Boah, ätzend. Tja, war halt eine Show mit Wahlen. Arme Tiere. Wir sind jetzt gerade hier diese coole Kinderwahl gefahren. Mit Wahlen. Und werden dann jetzt zum nächsten Stopp gleiten. Das wird sein Mako. Mal gucken, was das sein wird. Ah. Welcome okay. back, Riders. Haben wir nach der Show nochmal gesprochen miteinander? Wahrscheinlich nicht, ne? Sind wir in den Kinderachterbahn. Ja, darüber hast du gesprochen, ne? Ja. Stimmt. Was haben wir denn gemacht? Danach sind wir nach Mako. So, Mako gefahren. Richtig, richtig geile Achterbahn. Mit richtig viel Airtime. Einer sehr fragwürdigen Trimbreak vor einem Airtime-Hügel später mittendrin. Aber das Ding, das rupft dich richtig schön raus aus dem Sitz. Das gefällt mir sehr gut und ich finde, die sieht auch sehr gut aus. Ist leider ziemlich zu weit weg vom Parkgelände, dass man da schön Offrides machen könnte. Aber On-Ride-Video gibt's hoffentlich, wenn die GoPro nicht wieder verkackt hat. Was sind wir danach gefahren? Dann sind wir schon hier hin, ne? Genau, es gibt einen Simulator, den haben wir ausgelassen, weil die Schlange unglaublich lang war, aber es gibt eine Non-Rider-Crew direkt daneben und die führt zu Pinguinen. Kaiserpinguine, andere Pinguine, normale Pinguine. Das Krasse ist aber, die sind nicht einfach so hinter Glas, sondern du bist bei denen quasi drin und das ist alles eiskalt. Das ist ein riesiges Kühlhaus, da schneit es auch drin. Das hat auf jeden Fall überzeugt und danach sind wir hier zu Kraken und auf dem Parkplan steht, dass du halt Tickets dafür brauchst, aber mit diesem Online-Ticket buchen, das geht nicht,
Also erstmal geht das ja nur an dem Tag selbst, wo du hier bist. Und da stand halt, es sind keine Tickets verfügbar. Guck in 20 Minuten nochmal rein, so, boah, Alter. Oder am Kiosk hier. Wir hier hingesteppt, 20 Minuten Wartezeit, brauchst du keine Tickets. Also die Befürchtungen von dem, was man vorher gehört hat, von 5 Stunden Wartezeit, haben sich nicht bewahrheitet. Aber auch nur, weil hier keine Sau reingeht. Also wäre das ohne Virtual Reality, das ist nämlich das Problem hier bei diesem B&M Flawless Buch. Nee, aber... also B&M Flawless Coaster mit mehreren Inversionen, relativ hoch, und das Ding hat jetzt Virtual Reality bekommen, und das ist die übelste Kacke, ganz einfach, das ist richtiger Mist. Erstmal geht die Kapazität voll in die Knie, die haben ja hier schön Dispatches Bildschirme in den Stationen hängen. Wir haben einen Zug gehabt vor uns, der hat 6 Minuten in der Station gestanden, bis er rausgefahren ist. 6 Minuten für einen Zug abfertigen. Alter, ey, das ist nicht feierlich. Und sonst fährst du mit den Dingern hier Massen an Menschen weg. Dazu kommen jetzt inzwischen noch die ganzen Quickpass-Leute, die das auch noch machen hier und nutzen. Und wir sind erste Runde sind wir gefahren in der ersten Reihe ohne Brille. Coole Bahn, schlägt ein bisschen, wäre... ohne diese ollen Schulterbügel halt absolut irrelevant. Und dann sind wir, weil unser Locker dann abläuft, du hast ja einen Locker nur eine Stunde lang, sind wir zum Watercoaster von Mack Rides, wie heißt das, Atlantis, Escape from Atlantis? Journey to Atlantis. Journey to Atlantis. Ah, das ist Journey oder Escape hier in Orlando. Sind den gefahren, ist echt ganz cool, ist ziemlich runtergerockt auf jeden Fall, stinkt. Sieht nicht so gepflegt aus. Ja, die Dark Red Parts sind echt cool. Und danach sind wir dann nochmal hier zu Kraken, haben wieder den Locker gewechselt und sind mit Virtual Reality gefahren. Erstmal ist es du kriegst dieses Ding nicht auf den Kopf. Ich habe es jetzt die ganze Zeit beobachtet, ich habe es in dieses Video mir angeguckt. Es funktioniert einfach nicht. Es sind so viele Strapsen dran und Strapsen. Und Klettverschlüsse und so. Und dann bei mir die linke Seite von den Kopfhörern hat nicht funktioniert. Die Kopfhörer kriegst du auch nicht anständig positioniert irgendwie. Die Brille, die drückt voll auf die Nase. Du hast schon keinen Platz. Du hast sowieso schon keinen Platz. Ja, du hast schon keinen Platz. Mit zwei Leuten sich in so einem B&M-Poster mit Schulterbügeln festzuhalten. Ja. Weil da ist ja schon kein Platz, wenn zwei Arme dann nebeneinander sind. Und wenn du dann noch versuchst, dich so zu bewegen, also ich könnte froh sein, dass ich außen saß, weil dann konnte ich jetzt einen Arm benutzen. Ja, da popelt sie diese Scheiße auf den Schädel und dann wird das natürlich auch festgezogen, aber so fest, dass der Kopf halt abfällt. Ist ja auch richtig so, sonst geht die Scheiße ja flöten. Die Brille ist ja schon mit zwei Kordeln hier am Bügel festgemacht. Also bei mir war die Brille hier irgendwann. Ich hab die dann festgehalten irgendwann. Na, ich hab geguckt, was passiert. Und wer so eine B&M-Achterbahn kennt, weiß, hier sind so viele positive G-Kräfte am Werk. Und dann fährst du das Tal halt auch mit 4G oder mehr, wer weiß. Und dann hast du einfach mal diese schwere Brille viermal so schwer wie sonst auf deiner Nase hängen. Der Film kommt gar nicht hinterher. Es hat voll die Aussätze und ist am Ruckeln dadurch. Ganz zu schweigen davon, dass man jeden einzelnen Pixel auf dem Display sich angucken kann durch die Brille. Das ist eine Katastrophe. Man kann auch ohne Brille fahren, aber du stehst genauso lange an wie alle anderen. Denn erst wenn du da sitzt, wird entschieden, mit oder ohne Brille. Die Brillen sind nämlich auch in jedem Wagen, in jedem Platz fest verbaut. Die kommen vorne in so einen Kasten rein. Wenn du nämlich ohne Brille fährst, hast du diesen Kasten die ganze Zeit vorm Gesicht. Das ist so ein Schwachsinn. Es ist unfassbar. Und wir haben noch eine VR-Achterbahn auf unserer Tour. Yeah.
Das habe ich nicht drauf. Ich habe noch angesucht. Trotzdem. Also das ist echt eine Sache, die brauchst du in jedem Park, ne, mit Free Water. Mhm. Gibt's im Barcelona Madrid schon. Sonst fällt mir gerade keiner ein in Europa. Unser Auto sind auf dem Parkplatz und der Parkplatz ist ja nicht wirklich markiert, wo du stehst. Ja, es gibt mehrere. Ja, so, wir haben unser Auto gefunden, das habe ich nicht aufgekriegt die ganze Zeit. Und das ist gar nicht unser Auto, das ist nämlich da. Das ist jetzt auf. Das ist aber das mit den Hupen. Alter, das ist doch nicht normal. Also uns ist keine Alarmanlage jetzt ausgelöst hat. Hast du gehupt? Das geht nicht mit den Hupen. Ja, also zwei Reihen zu weit, exakt das gleiche Auto und die gleichen Schrammen überall dran und, oh Mann, ey, das war jetzt witzig, ey. So, wir gehen was fooden und richtig, das sieht man gar nicht, schade, bei Wendy's. Man erst, wenn man es ausgepackt hat. Was hast du? Ich habe einen Double Cheeseburger. Und ich habe den Baconator. Das ist bestimmt Bacon, ja. Kleine Alufolie einfach. Nein. Oh. Oh, dann ist kleiner. Ich habe vergessen, wieder alles abzustellen. Ich habe schon fettige Finger. So, nachdem wir sehr gut gespeist haben bei Wendy's, das war richtig lecker. Oh, können wir so ein Auto Einkaufswagen kaufen? Gehen wir beim Publix einkaufen. Weil Walmart war uns zuwider. Also, ja. Ja. Aber Peoples of Walmart, die waren alle bei Universal. Verstopft. Bei Universal war das so richtig klischee-mäßig, aber mal gucken, was jetzt hier so abgeht. Ich würde es am Mitschen ausgelöst. Was esse ich denn heute? Ich habe Geburtstag. Ich weiß nicht, ob die scharf sind. Schwarzwälder Schinken. Einmal Gigantos. Meine Damen und Herren, ich habe hier ein vorzügliches, hoffentlich vorzügliches Gebäck zum Konsumieren gekauft. Das jetzt mal. Das ist leider beim Transport etwas zerstört worden. Warte mal, ich nehme euch mal eben hin. Lass den, der war süß. Oh. Weil der hat sich ja so ein und abgebrochen. Ich glaube, der war das. So, wir schieben das einfach dahin, als ob nie was gewesen wäre. Tada! Und dann werde ich das jetzt verzehren und danach gibt's Bier. Natural Eyes, Bro. Natural Bro. So, Friends of the Sun, im Sunshine State. Sunshine State. Florida ist die Sonne untergegangen. Bei uns ist es jetzt Abend, ich weiß nicht wie viel Uhr, bei euch ist es 10 vor 4 nachts. Und ich ziehe noch ein bisschen die Speicherkarten auf Festplatte. Trinke so ein kleines Bierchen. Und ja, das war es eigentlich auch schon für heute wieder. Morgen haben wir wieder ein bisschen was vor und werden euch dann natürlich auch wieder mitnehmen. Sind morgen auch wieder mehrere Stops eingeplant. Sag mal so, es wird Wasserpark geben, es wird Achterbahn geben und vielleicht wird es für uns und für euch auch noch eine Überraschung geben. Das werden wir sehen. Ansonsten war es das von uns an dieser Stelle aus diesem Vlog. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Am besten jetzt direkt. Die nächsten Videos kommen demnächst. Jeden Tag 18 Uhr ein neues Video. Und ansonsten checkt die Videobeschreibung für Support und überhaupt. Und auch unsere Facebook- und Instagram-Seiten kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Und ich bin jetzt raus. Ihr seid die coolsten. Euer Bro, Fans, wir hören wieder mal sehen. Pussage. Live-Polizei-Action im Fernsehen. Leider noch keine krasse Verfolgungsjagd, aber die ziehen die live. Sind mit der Kamera dabei, wie die Leute rausziehen und moderieren das danach weiter. Es ist so geil. Wir sind voll am Start.